Es ist zeitlich begrenzt, insofern machen die Bürger das mit. Wäre es jetzt eine Entscheidung für immer, würden sich vermutlich Stimmen erheben. Ja, und das Maskengebot der Stunde. Ich muss sagen, ich finde es nicht schön, mache es aber und es stört mich auch nicht sonderlich. Ich denke einfach, wenn es vorgeschrieben ist, dann mache ich es. Es kostet mich nicht viel. Ich habe aber mit einer Freundin, von der ich vorhin schon sprach, mich auch über dieses Thema ausgetauscht und sie sagte, also mich macht das verrückt, ich will keine Maske tragen, ich lasse mich nicht so disziplinieren vom Staat. Und sie hat tatsächlich die Entscheidung gefällt, nicht mehr in den Supermarkt zu gehen, sie trägt keine Maske und sie bestellt dann im Internet. Und da würde ich wieder sagen, jeder muss schauen, was ihn stört, was ihn aufregt, oder was ihn eben nicht stört und dementsprechend leben. Ich glaube, da gibt es kein Allgemeinrezept, was gut für alle wäre. Am Montag, den 16. März, eine lange, immer engmaschiger werdende Liste mit Einschränkungen, Schließungen, Verbote auf uns zu. Wir leben in Zeiten der Corona-Krise. Wir stehen in einem Dilemma, sagt Olaf Scholz, Finanzminister und Vizekanzler. Überall gelten strenge Kontrollbeschränkungen. Die deutschen Wirtschaftszahlen fallen ins Bodenlose, die Insolvenzmeldungen überschlagen sich, zigtausende Angestellte verlieren ihre Arbeit, heute sind es mehr als 3 Millionen Arbeitslose. Binnen Wochen wird das Werk ganzer Generationen vernichtet. Mir fällt dazu ein Gedicht von Heinrich Heine ein, denke ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich Zeiten der Corona dazu, wenn man denkt, dass alles übers Ziel hinauswächst. Wie begegnet eine Philosophin dieser Krise? Was kann sie uns raten? Wie kann sie uns helfen? Ich habe sie eingeladen, weil ich wissen will, wie eine praktische Philosophin, wie sie sich nennen, uns in dieser Krise beistehen kann. Ja, eigentlich halte ich mich als Philosophin mit Ratschlägen lieber zurück. Ich versuche im Gespräch mit Menschen einen Raum zu eröffnen, wo die Gesprächspartner ihre Meinung selber finden können, ihre Wahrheit finden können, ihre Haltung entwickeln können. Nichtsdestotrotz, sie haben mich heute zu dem Interview eingeladen, darüber freue ich mich auch sehr. Und in diesem Kontext würde ich sagen, als Philosophin würde ich raten, Unruhe zu bewahren. Das mag überraschend klingen, das mag vielleicht. Es wird Veränderungen geben, aber ich glaube dennoch keine einschneidenden. Kennen Sie Aussagen, Prognosen von Peter Sloterdijk zu dieser Corona-Zeit? Hat er sich geäußert? Also er hatte Anfang April sich in einem Zeitinterview geäußert und für mich kam mit diesem Zeitinterview auch wirklich eine Wende. Ich hatte das Gefühl, dass frischer Wind durch die öffentliche Diskussion geht und ja, Peter Sloterdijk denkt nie aus der Enge des Augenblicks, sondern immer mit der Weite des Blicks von nirgendwo. Er hat schon zu einem recht frühen Zeitpunkt gewagt, Alternativen zu diskutieren. Er hat zum Beispiel den französischen Präsidenten Emmanuel Macron kritisiert.
kritisiert für dessen staatlichen Rigorismus, für dessen drakonische Regeln, die er den Franzosen oktroyiert hat, für seine Kriegsrhetorik auch. Und dafür ist Peter Sloterdijk auch sehr angefeindet worden, unter anderem von dem französischen Philosophen Alain Finkielkraut. Mhm. In Deutschland staunt Peter Sloterdijk. Er sagt, das ist überraschend, dass Menschen da so gehorsam sind, dass sie sich die Mobilität versagen lassen, dass diese Schockstarre verordnet wurde und dass die Bürger sich das haben gefallen lassen. Als Zeitdiagnostiker versucht er, die großen gesellschaftlichen Entwicklungen einzufangen. Und eine seiner Thesen oder Beobachtungen ist auch, dass die Freiheitsthemen gegenüber den Sicherheitsthemen zurückgetreten sind, schon seit einigen Jahren. Und durch die Corona-Krise wird dieser Trend vermutlich noch verstärkt. Die Frage war nach den Smartphone-Apps, die die Bürger überwachen soll, um Infektionsketten nachzuvollziehen. Darüber macht er sich Gedanken. Und ein weiteres wichtiges Thema, das ich auch in dem Interview gefunden habe, war, dass er sagt, es erscheint eine neue Figur im gesellschaftlichen Spektrum, das ist die Figur des Spreaders. Der Spreader ist der Virenträger, der selber symptomfrei ist, aber der andere Menschen anstecken kann. Und er fragt sich, was wird das verändern in den Beziehungen, die wir Menschen untereinander haben. Er fragt sich, werden hier amerikanische Verhältnisse entstehen? In Amerika versteckt sich hinter dem Hygienismus, der gezeigt wird, der Puritanismus, so Sloterdijk. Es gibt Reinheitsfantasien in Amerika. Insofern malt er sich aus, wie Trump sich vorgestellt haben mag, dass das Virus nur in ungewaschenen Ländern sich verbreitet. Ein weiteres wichtiges Thema in dem Interview, wie gesagt, es ist sehr lesenswert und es gibt noch viel mehr Punkte, die er anspricht, aber ein sehr wichtiges Thema, finde ich, ist auch noch, dass er unterstreicht, dass wir vermutlich weniger autonome Subjekte sind, als wir denken und dass wir Menschen viel mehr miteinander verbunden sind. Er sagt, die Globalisierung ist eine Reiseerleichterung für Mikroben und wir Menschen der Weltbevölkerung leben wie in einer großen Petrischale und bilden eine immunologische Risikogemeinschaft. Insofern plädiert er auch für weltweite Solidarität. Und bei all den Punkten, die er anschneidet, lässt er auch kein Mitgefühl vermissen mit den Ärzten, die in Frankreich, Italien oder Spanien die Triage praktizieren müssen und mit den betroffenen Menschen vom Coronavirus. Zu Ihrem aktuellen Buch. Der Titel des Buchs ist Von seelischer Selbstvergiftung und Hasskonserven. Was beschreiben Sie und schreiben Sie da in dem Buch? Seelische Selbstvergiftung und Hasskonserven. Konserven, kann man da auch Parallelen zum jetzigen Geschehen ziehen? Also ich glaube, dass man sehr gut Parallelen zum aktuellen Geschehen ziehen kann. Ich beschäftige mich mit dem Ressentiment als allgemeiner Grundverfasser des Menschen. Ich kenne keinen Menschen, der keine Ressentiments hat. Mit Ressentiments meine ich nicht den Aspekt des Ressentiments, der in der Alltagssprache gemeint ist. In der Alltagssprache meint man mit Ressentiment ja eher Vorurteil. Das ist ein Synonym für diese Haltung. Das ist auch nicht falsch, aber ursprünglich hat Friedrich Nietzsche den Begriff des Ressentiments in die deutsche Sprache aus dem Französischen eingeführt und auch zu einem Terminus technicus gemacht. Mit Ressentiment ist eine Haltung der Welt gegenüber gemeint, die nihilistisch ist, die ablehnend ist. Man möchte die Welt nicht so haben, wie sie ist. Man redet schlecht über sie. Man ist unzufrieden. Und dieses Ressentiment entsteht immer aus Kränkungen.
Das Leben ist voller Kränkungen, wie das Urteil sagt. Die Welt tut weh. Und ich denke, Kränkungen ereignen sich täglich. Und mit diesen Kränkungen müssen wir umgehen. Nur ganz oft ist es ja so, dass wir nicht viel tun können. Das heißt, wir schlucken die Kränkungen runter. Wir entwickeln Rachefantasien, die wir nicht ausleben können. Aus dem Ärger entwickelt sich Groll. Aus dem Groll entwickelt sich Hass. Peter Sloterdijk hat den Begriff der Hasskonserve geprägt. Und ja, immer Hass im Herzen zu tragen, das führt auch zu einer seelischen Selbstvergiftung. Sie fragten nach dem Begriff. Auch die Corona-Krise ist eine Kränkung. Manche Menschen sind stark betroffen davon. Die haben ihren Job verloren. Die hatten finanzielle Einbußen. Konnten vielleicht eine Angehörige, die im Hospiz ist, nicht mehr besuchen und die ist dann verstorben. Also ich denke, es können schon wirklich große Kränkungen auch aus der Corona-Krise resultieren. Aber ich frage in dem Buch, wie kann man dann damit umgehen, damit sich keine Verbitterung entwickelt. Weil mit Verbitterung lebt es sich nicht gut und daher suche ich in meinem Buch nach Möglichkeiten, das Ressentiment zu überwinden und ja, bin da fündig geworden, auch wieder bei Nietzsche natürlich und dessen Lebensbejahungsphilosophie. Ich versuche herauszufinden, wie man sich mit der Negativität arrangieren kann. Ich habe, ähnlich wie Nietzsche, ohne mich mit ihm auf eine Stufe stellen zu wollen, einen Begriff aus dem Französischen ins Deutsche hinübergenommen, und zwar den des Assentiments. Das ist der Gegenbegriff zum Ressentiment und bedeutet übersetzt Zustimmung. Einwilligung, also wie kann ich zustimmen auch zu dem Unrecht, was mir geschieht. Und ich habe Exerzitien und Übungsformen entwickelt, der Welt- und Lebenszugewandtheit, der Liebe zum Leben. Ich habe überlegt, wie man sich verhalten kann, damit man der Erde treu ist und ja, versuche herauszufinden, wie man sich schaffend dem Zukünftigen zuwenden kann. Und als Schlusswort, ich denke, auch die Corona-Krise gibt keinen Anlass zur Resignation, zur Verbitterung. Auch mit der Corona-Krise lohnt sich das Leben und kann man das Leben lieben. Danke Ihnen herzlich für diese Ausführung. Dankeschön.